Ja, bevor ich Steffen Baumgart danach frage, möchte ich ihn erstmal beglückwünschen. Macht man selten beim Verlierer, aber für die Leistung heute eigentlich muss man es mal loswerden. Ich weiß, Sie können sich dafür nichts kaufen, aber es hat Spaß gemacht, auch Ihrer Mannschaft zuzugucken. Natürlich ging es um die Szene zum 3:2. Sie haben heftig diskutiert oder der Schiedsrichter Tobias Stiel hat Ihnen was erklärt. Was wurde da untereinander ausgetauscht? Also erstmal muss man sagen, der Schiedsrichter hat es erklärt, aus der Sicht, wie er es erklärt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er die Wahrnehmung hatte und sein Linienrichter auch, dass der Svante Ingelsson den Ball gespielt hat. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil erstens steht der Spieler im Abseits, das ist das eine. Ich finde, dass man gerade, wenn es um so viel geht und so eine Situation ist, wir die Möglichkeiten haben, des Fernsehens uns das anzugucken. Wollen wir das mal kurz machen? Wir können es mal laufen lassen. Habe ich zumindest erwartet, dass er guckt. Unabhängig jetzt, weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wie gesagt. Da haben wir eine Lupe gemacht. So, es ist keine Veränderung des Balles. Es ist keine Berührung des Balles. Und er rutscht durch. Es ist nur eine Vermutung. Und ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich dann schwierig. So, und wir sehen, das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir dann zu erklären, er hat eine Wahrnehmung gehabt und sein Dings auch, wo ich sage, warte mal, wir haben die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe, kann er sich 20 Mal angucken. Und so ein Spiel so abzugeben, nochmal, ich glaube, es war ein Riesenspiel. Ich glaube, auch beide Mannschaften haben alles rausgehauen. Aber daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eine absolute Frechheit. Und das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das dann auch öffentlich mache. Langsam wird es lächerlich. Also ganz ehrlich, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir jedes Mal darüber reden. Damit das klar ist, ich finde die Videoschiedsrichter richtig gut. Ich finde es wichtig. Es macht viel Fairness rein. Aber nicht rauszugehen und sich das nicht anzugucken, das ist das Einzige, was ich erwartet habe. Wenn er dann entscheidet, das ist so. Und mir zu sagen, dass seine Wahrnehmung wichtiger ist als das, was dann gesagt wird. Also dann machen wir uns langsam lächerlich. Und da muss ich sagen, das ärgert mich. Das ärgert mich für meine Jungs, für die Leistung. Und das hat auch keiner verdient. Weil dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir jeden Tag Diskussionen führen. Weil da machen wir uns zum Affen. Und das ist, ganz ehrlich, jetzt muss ich aufpassen, dass die Worte nicht zu doll werden. Bevor mir wieder irgendeiner erklärt, wir müssen sauber und respektvoll miteinander umgehen. Weil Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit dem Kleinen, den wir wieder in den Arsch getreten haben. Also Sie hätten sich gewünscht, dass Tobias Stiel auch zum Monitor läuft? Nur, das ist das Einzige. Ich erwarte dann, wenn es so eine knifflige Situation ist, dann erwarte ich, dass er hingeht und sich das anguckt. Wie in vielen anderen Situationen auch. Und das ist jedes Wochenende so. Ich kann doch nicht jedes Mal eine neue Entscheidung treffen und dann sagen, heute machen wir es nicht und übermorgen machen wir es wieder. Und dann muss sich doch keiner wundern, wenn wir uns darüber aufregen. Oder diejenigen, die es dann betrifft. Also seien Sie mir nicht böse, wie sollen wir dann damit umgehen? Ich sage, hier ist ganz klar, für mich ist es eine ganz klare, der Ball verändert nicht mal die Bewegung. Er ist nicht dran, nicht dran. Und das können wir uns nicht angucken. Also bitte, wir stehen da 7 Minuten, frieren uns den Arsch ab und dann so eine Entscheidung. Oh. Was meinen Sie denn, was hat Köln fast 5 Minuten da gemacht? Die haben ja auch fast Köln hat ganz klar gesagt, dass Abseits war. Und er hat gesagt, die Wahrnehmung war so, dass der Ball dran war. Ich glaube, dass Köln ganz klar gesagt hat, Abseitssituation gibt das Tor nicht. So. Und dann erwarte ich, dass er sich das anguckt. Und sich das nicht anzugucken, finde ich viel frecher. Nochmal, wenn er danach entscheidet, er sieht eine Berührung. Um Gottes Willen, aber nicht hinzugehen. Das geht hier gerade um uns, für uns um 2 Millionen. Ich bin keine Aktiengesellschaft. Wir kämpfen um jede müde Mark. Und dann kommt mir so einer so entgegen. Finde ich arrogant, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben übrigens auch beim Schiedsrichter nachgefragt, Tobias Stiel, ob er sich äußert. Er möchte sich nicht äußern. Gut, und ich habe ihm gesagt, seien Sie mir nicht böse, wenn ich die Szene sehe. Dann würde ich dann auch mal was dazu sagen, weil es geht mir irgendwann auf den Zünder. Weil wir wirklich, nochmal, dies mit der Videogeschichte finde ich richtig in Ordnung, finde ich gut. Weil es in vielen Situationen den Sport gerechter macht. Aber sich das nicht anzugucken, also nicht mal zu gucken und zu sagen, okay, ich bleibe bei meiner Entscheidung, sondern von vornherein zu sagen, ich sehe das richtig. Und jetzt sehen wir, dass er es nicht richtig gesehen hat. Also bitte, also wie gesagt, ich bin gespannt, ob ich einen Brief vom DFB kriege, weil ich mich etwas zu doll aufgeregt habe. Egal, weiter geht's. Ein verärgerter Steffen Baumgart, vor allen Dingen eben oder gerade wegen dem Siegtor. Trotzdem, Ihre Mannschaft hat eine grandiose Leistung abgeliefert, hat viel Kraft gekostet. Heute kann man trotzdem für den Lauf der Saison etwas Positives mitnehmen, dass eben dann doch ein Schub entsteht, der die Mannschaft noch weiter nach vorne bringt, aufgrund solch eines Spieles? Also erstmal muss man sagen, dass meine Jungs jedes Wochenende wirklich an Grenzen gehen und hart arbeiten. Trotzdem muss man auch sagen, wenn man das Spiel genau betrachtet, wir haben wieder mal die erste Viertelstunde, 20 Minuten eben ein bisschen verschlafen. Natürlich ist Dortmund eine Mannschaft, wo das auch passieren kann. Ja, wir kriegen dann aus dem Standardsituation, was wir eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr gut verteidigt haben. Und wir hatten uns ja vorher darüber unterhalten. Das müssen wir einfach besser verteidigen, gerade wenn wir den ersten schon retten. Dann darf uns der zweite nicht so passieren. Das ist das Ärgerliche. Und grundsätzlich muss man sagen, ist es dann wieder, was uns auszeichnet. Wir kommen zurück. Wir arbeiten bis zum Ende.
stehen wieder auf und versuchen dann das Beste aus der Situation zu machen. Und das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht, haben sich am Ende dann wirklich auch das Unentschieden verdient. Umso ärgerlicher, wie es passiert ist. Aber wie gesagt, es gibt ja eben ein ganzes Spiel und wenn man das genau betrachtet, dann war viel für uns drin. Aber man muss auch ehrlich sein, dass Dortmund in der einen oder anderen Situation auch früher hätte entscheiden können. Und deswegen war es ein sehr, sehr spannendes Pokalspiel mit einer sehr, sehr schwierigen Entscheidung gegen uns zum Schluss. Steffen Baumgart, vielen Dank nochmal für einen spannenden Pokalabend, an dem Sie entscheidend mit Ihrer Mannschaft teilgenommen haben. Alles Gute und eine gute Heimreise. Danke. Vielen Dank. Ihnen auch. Bis dann. Tschüss.